Bevor es gleich mit der Konferenz losgeht und Servus erstmal, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Denkt dran, das ist eine Prognose, das ist nicht Leben oder Tod. Tippt in den Kommentaren gerne dagegen, wie ihr glaubt, wie es ausgeht. Das ist nicht unbedingt alles immer realistisch, nur dass ihr das auch wisst, dass ich mir das auch nicht aussuche, wie die Ergebnisse ausgehen, sondern lediglich FIFA das Ganze prognostiziert. Ich werde den Fokus auf den Abstiegskampf natürlich richten. Auch Nürnberg gegen Düsseldorf wird etwas intensiver beleuchtet. Bei den anderen Spielen, die rechts zu sehen sind, werde ich lediglich rüberschalten, wenn da ein paar Tore fallen. Nehmt es mir nicht übel, wer auch immer Fan davon ist. Ich bin zum Beispiel St. Pauli-Fan, da werde ich auch nur hingehen, wenn da ein Tor fällt. Ansonsten jetzt viel Spaß. Tippt gerne in den Kommentaren mit, wie eben schon angesprochen. Und am Ende, wenn es euch gefallen würde, würde ich mich über eine positive Bewertung oder auch ein Abo freuen. Naja, jetzt geht's los. Und oben in der Infokarte ist noch die Konferenz zur ersten Bundesliga verlinkt. Spieltag 34 in der zweiten Bundesliga und was für eine Partie der Spitzenmannschaften dieser Liga. Düsseldorf ist zu Gast in Nürnberg, beide Teams ja schon sicher aufgestiegen vor dem 34. Spieltag. Durch das 1:1 gegen Kiel ist die Fortuna einen Platz nach unten gerutscht. Dafür steht Nürnberg jetzt an der Tabellenspitze. Es reicht also für den Club ein Punkt für die Meisterschaft. Oben rechts sehen Sie die Partien, in denen es nur noch um die goldene Ananas geht, wo wir den Fokus nicht drauf legen werden, sondern insbesondere auf dieses Meisterschaftsspiel und auf den Abstiegskampf. Ab nach Dresden. Der erste FC Union Berlin konnte formstarke Bochumer schlagen und sich dadurch am 33. Spieltag schon den sicheren Klassenerhalt auf die eigene Fahne schreiben. Sie werden trotzdem mit der Saison nicht zufrieden sein, doch die Analyse wird erst nach diesem Spiel gänzlich ausfallen können, denn für die SG Dynamo Dresden geht es noch um die Existenz. Direkt absteigen ist sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Wir schauen mal nach Darmstadt, wo es eines von zwei direkten Duellen gibt, die im Abstiegskampf äußerst relevant sind. Ebenfalls ein direktes Duell in Heidenheim. Dort ist Greuther Fürth zu Gast. Wir beleuchten auch den hohen Norden. Holstein Kiel empfängt Eintracht Braunschweig. Die stand jetzt auf dem 16. Tabellenrang liegen. Wir gehen aber nach Dresden, da geht's als erstes los. Der erste FC Union Berlin stößt an in den rot-weißen Trikots von rechts nach links, aber da kommt direkt mal der erste Fehlpass. Es ist einiges an Druck abgefallen bei den Eisernen und trotzdem kann man die Dresdner auch schlagen, die in letzter Zeit nicht so gut drauf sind. Ein 0:0 gegen Erzgebirge Aue war ein Lowlight der letzten Wochen. Da wäre schon deutlich mehr drin gewesen im direkten Duell. Wir schauen mal kurz auf die Ausgangslage, wie es momentan ausschaut. Dresden möchte mit einem Sieg alles klar machen. Dann ist auch die Relegation in weiter Ferne. Aber es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und dementsprechend schauen wir erstmal ins nächste Stadion, wo Darmstadt tatsächlich sogar das leicht favorisierte Team ist. Sie stehen auch in der Tabelle etwas weiter oben als Erzgebirge Aue. Und nach dem 3:0 gegen Regensburg, womit sie sich aus der prekären Tabellenposition spielen konnten, sind sie ja auch motiviert, unter Dirk Schuster auch das letzte Spiel der Saison erfolgreich zu gestalten. In den letzten Wochen sehr formstark gewesen. Tor in Duisburg. Aue nach dem 0:0 gegen Dresden. Müssen sie sich erstmal finden. Wir gehen weiter. 1:0 für den MSV Duisburg. Boris Taschi mit einem tollen Treffer zur ersten Bude in der Konferenz. Der FC St. Pauli etwas verschlafen in der Anfangsphase. Aber das ist auch ein klasse Treffer. Ist dann auf dem Elfmeterpunkt völlig frei. Schauen wir uns nochmal an. Taschi kann sich feiern lassen. Der MSV möchte ja bestenfalls die Liga, die Saison im oberen Mittelfeld abschließen. Tor in Dresden. Und ab nach Dresden. Da ist der nächste Treffer gefallen. Die Gäste führen.
bitter für Dynamo Dresden. Simon Hedlund mit einem wunderbaren Treffer zum 0:1. Keine 10 Minuten auch hier gespielt. Der Gästeblock ist außer Rand und Band. Man möchte vielleicht den Ostkollegen noch ein wenig ärgern. Philipp Heise kommt nicht hinterher. Und für Schwebe gibt es da nichts zu halten. Klasse Treffer von Hedlund, der schon auswärts auf St. Pauli treffen konnte. Hier steht es 0:1. Wir gehen in den hohen Norden ab ins Holsteinstadion. Wo Braunschweig nicht schlecht in der Partie ist. Toller Ball von Sauer auf Hochscheid. Tor 0:1. 11. Spielminute. Eintracht Braunschweig schießt sich vom Relegationsrang. Mit diesem Resultat wären sie direkt gerettet. Der Gästeblock ist höchst erfreut. Klasse Ball von Sauer. Die Kieler Abwehrmannschaft spielt auf Abseits, ein wenig zu weit aufgerückt dementsprechend. Und Heidinger kommt zu spät. Klasse Treffer von Jan Hochscheid. Für Kronholm ist da nichts zu halten. Wir schauen auf die Tabelle. Braunschweig jetzt auf dem 12. Tabellenrang. Aue muss momentan in die Relegation, aber es kann sich ja noch so viel drehen und noch so viel wenden. Braunschweig mit einem wirklich starken Auftakt in diese Partie. Besser kann es eigentlich Tor in Bochum. Losgehen. Tor in Bochum, gehen wir hin, schauen wir schnell an. Bochum führt mit 1:0. Robert Tesche mit dem Köpfchen hat das gemacht, trifft erst die Latte und dann staubt da nochmal ab. Keine Chance für Weiß, der im Übrigen verlängert hat bei Regensburg. Ist noch klasse dran, reagiert, bringt den Ball an die Latte, aber im Kopfballduell ist Salah dann der Verlierer. 1:0 für Bochum. Wir gehen mal nach Nürnberg, wo Platz 1 gegen Platz 2 spielt. Wo wir eine gute Partie sehen und gerade ist Fortuna Düsseldorf auf dem Weg nach vorne. Sie müssen ja gewinnen, um die Meisterschaftsfeier am Ende verrichten zu können. Sie werden auch damit leben können, wenn es am Ende nicht der Fall sein wird. Tor in Dresden. Gegen so eine Schale sagt ja keiner was. Ab nach Dresden. Der Ausgleich oder 2:0 für Union? Union führt mit 2:0. Kenny Prince Redondo mit dem Doppelschlag für Union und Stand. Jetzt muss sich die SG Dynamo Dresden darauf verlassen, dass andere ihre Hausaufgaben machen und die Chance oder die Gefahr für Dresden besteht, auf den Relegationsrang zu rutschen, wenn sie hier noch drei Dinger kassieren. Es ist unwahrscheinlich, aber sie müssen trotzdem aufpassen. Ab nach Heidenheim, wo es für beide Teams gut in diese Partie startete und Greuther Fürth auf Platz 17 sogar die etwas bessere Mannschaft darstellt. Julian Green mit einem Treffer würde Fürth sich auch aus den Abstiegsrängen schießen können, sogar auf den direkten Klassenerhalt. Eine schöne Partie bei bestem Fußballwetter, hohe Dramaturgie und beide spielen nach vorne. Das ist das, was man sehen möchte. Greuther Fürth hatte vor einigen Wochen noch eine deutlich bessere Ausgangslage. Dann ging es am Millern-Tor dahin. 2:2 zu Hause gegen Duisburg. Und so steht man dann auf dem 17. Tabellenrang, wenn in dieser verrückten zweiten Liga wirklich alle Teams, die da unten stehen, regelmäßig punkten. Jetzt kommt Heidenheim nach vorne. Maxi Thiel auf Tietje Vero mit der Übersicht auf Max Schnatterer. 1:0 für Heidenheim. Greuther führt gerade ganz weit davon entfernt, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Elf von Frank Schmidt mit einem klasse Gegenangriff, nachdem Green eben auf der anderen Seite die Möglichkeit zum 0:1 vergeben hatte. Und plötzlich wird es für die Kleebetter richtig düster. Für Burchardt ist da nicht zu halten. Tolles Tor von Marc Schnatterer. Und Heidenheim entledigt sich aller Abstiegsängste durch Marc Schnatterer, der die letzten beiden Spiele nicht mitwirken konnte, jetzt wieder zum letzten Spiel fit wurde. Wir gehen eine Station weiter, wo hoffentlich auch bald ein Tor fällt.
Es hätte schon durchaus der ein oder andere Treffer fallen können. Es ist eine chancenreiche Partie. Wie gesagt, einzig und allein der Treffer fehlt. Tim Leibold auf Sepsi, der nimmt Ishak mit. Die Abschlussmöglichkeit, Kevin Möwald. 23 Minuten gespielt. Klasse Chance. Möwald, der den Verein verlassen wird, kann sich noch nicht mit einem eigenen Treffer verabschieden. Aber die Meisterschaftsfeier soll am Ende trotzdem stehen. Raphael Wolf mit dem Abstoß tritt ihn nicht sonderlich weit, aber Sobotka kann den relativ souverän annehmen und weiter im Spiel halten. Eine tolle Saison von beiden Teams. Egal wie es hier heute ausgeht, sie können stolz auf sich sein und werden die nächste Saison Tor in Bielefeld in der ersten Bundesliga eine Bereicherung darstellen. Ab nach Bielefeld, da ist jetzt auch das erste Tor gefallen. Massimo mit dem Treffer der Youngster, um den sich einige Teams nur so zerreißen würden, um ihn zu bekommen. Ein klasse Treffer vom Youngster. Direktabnahme nach Flanke von der linken Seite. Da ist auch rein gar nichts zu halten. Wunderbare Abnahme, passt oben links rein. Bielefeld führt und möchte den vierten Tabellenrang festmachen nach der Pleite am Millerntor. Wir gehen mal noch eine Station weiter, wo Aue kurz davor war, das 0:1 zu markieren. Dimitri Nazarov scheitert um einen knappen Meter. Jetzt ist aber auch Darmstadt auf dem Weg nach vorne. Melem, der keine gute Partie gegen Regensburg absolvierte, auf Felix Platte. Da ist G mit der Übersicht nach rechts, hätte er Kempe gut bedienen können. Es ist eine durchaus zerfahrene Partie. Es kommt nur selten zu Abschlussmöglichkeiten. Viele Fehlpässe. Man merkt, dass hier einiges auf dem Spiel steht. Insbesondere für Aue, die mit diesem 0:0 hinter Darmstadt stehen würden und damit eine miserable Ausgangslage haben, den direkten Klassenerhalt zumindest zu schaffen. Insbesondere auch, weil Eintracht Braunschweig führt. Wenn jetzt das 1:0 für Darmstadt fallen würde, würde es noch prekärer werden. Es gibt keinen Freistoß. Alles klar, Mennel hat den Ball. Wir geben nach Kiel. Wo Holstein Kiel drauf und dran ist, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch sie sind auch vor dem Kasten noch nicht zielstrebig genug. Hatten eben eine gute Freistoßmöglichkeit, die auch nicht zum Erfolg führen konnte. Braunschweig agiert momentan mit sehr weiten Bällen. Tor in Duisburg. Aber gut, ab nach Duisburg, der nächste Treffer. Mats Möller-Deli gleicht aus in seinem wohl letzten Spiel für die Braun-Weißen. Macht er nochmal einen Treffer. Der MSV Duisburg überrumpelt und der Gästeblock, der zahlreich bestückt ist, freut sich über den Ausgleichstreffer. Park versucht es erst, der das erlösende 1:0 gegen Bielefeld schießen konnte. Und Möller-Deli staubt dann per Kopf ab. Also 1:1 ab nach Heidenheim, wo es deutlich spannender ist. Wo die Gastgeber auch noch führen. Maxi Thiel gerade fast mit dem 2:0. Scheitert lediglich an Sascha Burchardt. Gute Parade vom Hintermann. Die Frage ist natürlich, ob der auch das Tor getroffen hätte. Es gibt Eckstoß von der linken Seite. Marc Schnatterer bringt den hoch und weit rein. Teuer Kauf. Der Ball geht relativ knapp rüber. Und das 2:0 wäre hier schon der Knockout vor der Pause. So muss man es vermutlich bezeichnen. Greuther Fürth kommt momentan nicht mehr nach vorne. Nach dem 1:0 von Marc Schnatterer waren sie bemüht. Aber die hundertprozentige Torchance bleibt momentan noch aus. Doch ein Treffer zum Beispiel vor der Pause könnte für den zweiten Durchgang einiges an Kräften mobilisieren. Dafür müssen sie jetzt aber auch nach vorne kommen. Maxi Wittek, Tor in Kiel. Und über Green geht es jetzt nach vorne. Wir gehen nach Kiel, wenn wir hier nichts draus bekommen. Nein, ab nach Kiel. 2:0 für Braunschweig. Domi Kumbela, der alte Weise. Und das im respektvollsten Sinne macht das 2:0 für die Gäste. Die Stimmung nach dem 0:2 gegen Ingolstadt war auf dem Tiefpunkt. Auch Kumbela hat sich einiges anhören müssen.
Er sei zu alt. Er sei zu unbeweglich, kann nicht mehr arbeiten. Diese Kritiker lässt er jetzt erstmal verstummen und Braunschweig auf bestem Wege den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Etwas überraschend sicherlich. Wir gehen nochmal zum Topspiel nach Nürnberg. Wo Raphael Wolf das 1:0 gerade verhindern konnte. Ein sehr starker Rückhalt über die gesamte Saison gesehen. Mit ein Faktor sicherlich auch für den Aufstieg. Aber Nürnberg kommt direkt nochmal. Hanno Behrens, der das wichtige 1:0 gegen Sandhausen erzielt hatte. Testet per Direktabnahme Wolf, der wieder rechtzeitig unten ist. Der Ball wäre wohl auch vorbeigegangen. Es gibt nochmal Eckstoß. Möwald bringt den rein. Wolf ordnet nochmal seine Männer. Kann jetzt der erste Treffer in diesem Topspiel fallen? Die Chancen waren bislang schon mehr als genug zur Verfügung. Ansonsten schauen wir gleich mal, wenn hier nichts draus passiert, wie es aussieht. Nach Ingolstadt, da ist der 1. FC Kaiserslautern auf Abschiedstour. Denn da waren wir noch gar nicht. Es geht zwar um nicht mehr viel, doch den 1. FC Kaiserslautern möchte man durchaus nochmal auf dem Feld sehen. Ab nach Ingolstadt. Ingolstadt hatte gerade eine gute Tor in Möglichkeit. Duisburg. Okay, wir sind hier ganz kurz. Ab nach Duisburg. Der nächste Treffer ist gefallen. Die Gäste drehen das Spiel. Richard Neudecker mit dem 2:1 in der 43. Spielminute. Noch vor der Pause wird der Spielstand gedreht. Macht er ganz locker, macht er ganz einfach. Gerrit Nauber ist etwas zu unbeweglich auf den Beinen. Und so steht es dann 2:1 für die Gäste, womit sie sich an den Zebras vorbeischieben. Ab nochmal vor der Pause nach Dresden. Und Dresden kommt gerade. Der 1:2 Anschlusstreffer wäre Gold wert vor der Pause. Mesenhöhler fängt den Ball ohne große Probleme, aber ab. Doch, der kommt postwendend zurück. Pascal Testroth auf Kone. Einer der Hoffnungsträger in dieser Mannschaft. Berko zieht in den Strafraum rein, aber es wird noch nicht gefährlich genug. Kreuzer verliert den Ball an Redondo. Der kann jetzt eventuell die Gegenangriffsmöglichkeit fahren. Tut er auch, wird nicht abgelaufen. Redondo auf weiter Flur mit der Flanke. Passiert nichts. Ballas hat den Ball. Und damit ist hier Halbzeit. Es steht 0:2 für Dresden. Ist noch nichts passiert, da sie im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die jetzt noch weiter drunter stehen, in den letzten Partien schon nötige Punkte geholt haben. Es steht hier 0:2. Wir schauen auf die Halbzeitresultate und dann geht es hoffentlich spannend im zweiten Durchgang weiter. Dresden liegt, wie eben gesehen, 0:2 gegen Union Berlin zurück. Darmstadt Aue 0:0, Holstein Kiel, Braunschweig 0:2, etwas überraschend. Heidenheim führt 1:0 gegen Fürth, Ingolstadt Lautern 0:0, Bochum führt 1:0 gegen Regensburg, Nürnberg und Düsseldorf im Top-Duell auch noch 0:0, Duisburg liegt 1:2 gegen Pauli zurück und Bielefeld führt 1:0 gegen Sandhausen. So sieht das Tableau momentan aus. Braunschweig hätte sich gerettet. Fürth stiege direkt ab und Erzgebirge Aue müsste in die Relegation gegen den Karlsruher Sportclub. Wie das immer so ist, in der Pause mache ich noch einmal kurz Werbung. Schaut auch oben entweder die Konferenz zur ersten Bundesliga oder die Zusammenfassung von allen Spielen der ersten Bundesliga des 34. Spieltags an. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Würde mich auf jeden Fall sehr entzücken. Und oben in der Infokarte Quotenwilli Sportwetten verlinkt. Sehr empfehlenswerter Prognosenkanal. Schaut den auch mal an. Wir starten den zweiten Durchgang in Darmstadt, wo es nach wie vor 0:0 steht. Aue muss noch was tun, wenn sie am Ende der Saison nicht auf dem Relegationsrang stehen wollen. Ein Treffer muss dafür her. Reze auf Nazarov, der Ball ist erstmal Tor in Heidenheim. Weg. Darmstadt könnte damit besser leben. Ab nach Heidenheim, ein essentieller Treffer. Und zwar für Greuther Fürth, 47. Spielminute. Fabian Reze nutzt einen Fehler in der Hintermannschaft der Heidenheimer aus. Sie kriegen da den Ball nicht geklärt. Green macht die nochmal scharf.
Und dann legen sie sich das Ei fast selbst ins eigene Netz. Schnatterer wird zu allem Überfluss noch getunnelt. Der Ausgleich. Fürth braucht einen Treffer. Und würde sich damit direkt retten. Dann würde Aue absteigen ohne Relegation. Und Dynamo müsste gegen Karlsruhe antreten. Aber es ist noch eine lange Zeit. Und Greuther Fürth braucht eben noch einen Treffer, um das erstmal zu gewährleisten. Wie kann Heidenheim damit umgehen? Mit einem Treffer der Fürther würden sie auch noch den ein oder anderen Platz verlieren. Den ein oder anderen Herzinfarkt wohl auch damit erleiden. Aber es steht ja 1:1. Sie haben es nach wie vor in eigener Hand. Und wenn Fürth in die Führung gehen würde, reicht ja auch den Heidenheimern wieder ein einziger Treffer. Aber Greuther Fürth scheint beflügelt. Rehse, der Torschütze, auf Julian Green in der Mitte. Ja, er sieht ihn. Riesenmöglichkeit zum 2:1. Wir geben nach Kiel. Holstein setzt alles daran, hier zumindest einen Punkt mitnehmen zu können. Und das würde für Braunschweig die Relegation bedeuten. Momentan noch, weil Fürth nicht über ein Remis hinauskommt. Es steht aber nach wie vor 0:2. Zwei Treffer aufzuholen gegen Braunschweiger, die in der ersten Halbzeit defensiv sehr kompakt standen. Ist gar nicht mal so einfach, aber sie kommen. Per Konter eventuell. Tom Weiland auf Marvin Duksch. Auf der Außenbahn nicht unbedingt sich zu Hause fühlen, gibt deswegen ab auf Weiland. Wieder Duksch im Ballbesitz. Jetzt müsste der Ball reinkommen. Fejsic dazwischen, aber Mühling steht richtig. 1:2. Holstein Kiel ist wieder da und setzt Braunschweig unter Druck. Das könnte jetzt Tor in richtig Bochum ungemütlich werden. Tor in Bochum, schauen wir gleich hin, aber wir gucken uns den Treffer nochmal an. Fejsic ist erst da, kriegt den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Mühling staubt ab. Es steht 1:2 und Braunschweig muss jetzt gehörig aufpassen. Wir schauen kurz nach Bochum. Da ist ein Treffer gefallen, wenn ich richtig gehört habe. Schauen wir kurz drauf. Jan George macht den Ausgleichstreffer. Danilo Soares kriegt den Ball nicht geklärt. Eine miserable Partie gegen Union Berlin abgeliefert. Hier sieht er wieder alt aus. Aber wir gehen weiter, wo es spannender ist. Und zwar nach Dresden. Union Berlin in Führung 2:0, das würde Braunschweig auch momentan gerne noch auf der Anzeigentafel sehen. Aber dieses 1:2 von Kiel ermöglicht auch Dresden wieder die ein oder andere Denkweise im positiven Sinne. Denn ein Treffer würde hier wieder alles spannend machen. Es reicht ja ein Treffer, um es hier dann wieder unmittelbar spannender zu gestalten. Das 0:2 wirkt momentan erstmal als ein sicherer Rückhalt, aber Dynamo ist immer für den ein oder anderen Treffer gut. Unter anderem durch Binatelli. Wenn der sich mal ein Herz fassen würde, macht er auch. Mesenhöhler ist da. Und verhindert in der 64. Minute das 1:2. Klasse Parade, der hätte gepasst. Aber Kone geht leicht angeschlagen, wie es eben schien, in eine andere Sequenz. Tor in Bochum. Ab nach Bochum, da ist der nächste Treffer gefallen. Regensburg dreht die Partie. Sebastian Stolze in der 65. Spielminute erzielt das 2:1. Die Elf von Achim Bayer-Lorzer mit einer tollen Saison. Klasse von Jan George gemacht. Einen selber erzielt. Jetzt legt er auf. Stolze ist auch viel zu frei. Kann man nicht anders sagen. Bochum wirkt jetzt nach dem 1:1 etwas disillusioniert. Und dementsprechend steht es 2:1. Wir geben nach Nürnberg. Nach wie vor grüßt der Club von der Tabellenspitze. Sie sind momentan auch etwas besser in der Partie, kommen aber nicht zu Chancen. Jetzt vielleicht. Hanno Behrens legt den Ball nochmal raus auf Tim Leibold. Fortuna Düsseldorf steht extrem kompakt und tief da jetzt in der Defensive mit 5-6 Mann im eigenen Strafraum. Und Nürnberg kommt dagegen noch nicht an. 20 Minuten noch knapp zu gehen. Enrico Valentini. Sonst muss sich einer mal aus der zweiten Reihe trauen. Ishak nochmal raus aus dem 16er. Wieder rein. Petrak im Zusammenspiel mit Ishak. Werner legt den Ball nochmal nach außen. Was für eine Situation. Kommt irgendwann mal Tor der Abschluss. Ja.
Mühlwald, aber Wolf fällt. Tor in Bochum. Da geht es im zweiten Durchgang aber auch zur Sache. Was für ein Treffer. Sargis Adamian mit dem 3:1 hebelt die Bochumer komplett aus den Angeln. Was für ein Treffer. Und mit diesem wunderbaren Bild geben wir ab nach Darmstadt. Und Aue muss nach wie vor in die Relegation. Sie hatten Möglichkeiten, weil Darmstadt es auch zulässt. Aber die konnten sie nur schlampig verwerten und keinen Ertrag draus ziehen. Kamavuaka mittlerweile eingewechselt worden. Macht er jetzt auch nochmal ein bisschen Rabatz auf dem Feld. Doch von Darmstadt kommt auch wenig nach vorne. Es ist eine nach wie vor sehr zerfahrene Partie, wie schon im ersten Durchgang erwähnt. Sehr nervös und Tor in Bielefeld. Spielkultur kommt hier nicht aus. Bielefeld haben wir den nächsten Treffer. 2:0 die Entscheidung. Leandro Putaro erhöht und macht den Deckel drauf. Man merkt bei Sandhausen, dass Tim Knipping sehr schmerzhaft vermisst wird. Fabian Klos hat nicht mehr die Luft, schickt aber den eingewechselten Putaro auf die Reise. Und der bleibt ganz cool vor dem Kasten. 2:0 für Bielefeld. Ab nach Heidenheim, das ist spannender. Da es auch noch 1:1 steht und es in beide Richtungen offen ist. Klasse Chance. Von Dovedan, der trifft nur das Aluminium. Können wir vielleicht gleich nochmal raufschauen. Ja, Wittek hat den Ball, dementsprechend ganz kurze Wiederholungssequenz. Was für ein Schuss. Burchardt fliegt vergeblich, muss er aber auch. Aus seiner Sicht glücklicherweise nicht ran. Noch knapp 10 Minuten zu gehen. Führt zwischen Hopp oder Top. Ein Treffer würde für sie den direkten Klassenerhalt bedeuten. Aber ein Gegentreffer würde alle Hoffnungen sogar auf die Relegation begraben. Jetzt gibt es eine gute Freistoßmöglichkeit. Marc Schnatterer, das ist durchaus seine Distanz. Am liebsten hat das ja, wenn er aus der Ferne mit Wucht raufschießen kann und der Ball flattert, wie es ein Keeper kaum Tor in Nürnberg einschätzen kann. Tor in Nürnberg, gehen wir hin. Oha, Meisterschaft etwa doch noch umgeändert. So scheint es. Fortuna Düsseldorf führt mit 1:0 in der 84. Spielminute und der Treffer kam jetzt aus dem Nichts. Nürnberg hatte die zweite Halbzeit weitestgehend dominiert. Der eingewechselte Harvard Nielsen von Ruven Hennings, dem Aufstiegstorschützen, bedient unten rechts rein. Klasse Treffer. Für Bredlo nichts zu halten. Also Stand jetzt würde Fortuna Düsseldorf mit der Meisterschaftsfeier liebäugeln können. Aber der erste FC Nürnberg braucht einen Treffer und dann ist hier wieder alles auf Anfang gestellt. Schauerte geht, Jean Zimmer kommt. Wir geben ab nach Kiel, wo es noch deutlich dramatischer ist. Weil es hier eben um Existenzen geht. Der Aufstieg ist bei beiden Teams aus dem anderen Stadion ja schon fix. Da geht es nur noch um die Krönung. Wir schauen auf die Tabelle. Noch ist Braunschweig direkt gerettet. Fürth steigt direkt ab und Aue, weil sie über ein 0:0 in Darmstadt nicht hinauskommen, auf dem Relegationsrang. Und Braunschweig klärt den Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Wird was aus dieser Kontersituation? Ein Kinzombie holt sich den Ball von Biada wieder. Braunschweig wird nervöser. Und das merkt man auch. Tim Siedschlag reingekommen mit dem weiten Ball. Ken Reichel ist dazwischen. Wir gehen nochmal nach Dresden. Und da schaut alles so aus, als würde die Spielgemeinschaft Dynamo Dresden nicht über die eigenen Kräfte, über die eigenen Stärken dazu kommen, den Klassenerhalt zu sichern. Und doch dürfte dieses 0:2 reichen, wenn es jetzt Tor in Kiel auf den anderen Plätzen auch so bleibt. Ab nach Kiel, da wird's dramatisch. In der Tat, Dominik Schmidt in der 91. Spielminute schießt Braunschweig in die Relegation. Was für ein bitterer Niederschlag für die Elf von Thorsten Lieberknecht. Sie kommen nicht so richtig ran und Dominik Schmidt kommt dann viel zu leicht zum Abschluss. Walzweg schaut nur hinterher.
Fejsic hat Pech, dass der Ball zwischen Körper und Arm direkt durchkommt. Und so steht es 2:2 oben rechts. Die Endergebnisse aus den anderen Stadien kommen so langsam rein. Aber hier wird es noch 2,5 Minuten Drama pur geben. Denn Braunschweig möchte nicht in die Relegation. Stand jetzt müssen sie das. Und Erzgebirge Aue wäre trotz des 0:0 gegen Darmstadt direkt Tor in Heidenheim gerettet. Und jetzt noch ein Tor in Heidenheim. Wenn Fürth getroffen hat, steigt Braunschweig direkt ab. Zumindest jetzt können die Braunschweiger durchatmen, denn der erste FC Heidenheim hat den Treffer erzielt und schickt Fürth damit letztendlich auch nicht unverdient in die zweite Liga. Nikola Dovedan bezwingt Sascha Burchardt, rettet damit auch die Heidenheimer endgültig. Und auch Dresden darf gegen Union durchatmen und den Klassenerhalt feiern. Der helle Wahnsinn auf dem Feld nochmal in Kiel und in Heidenheim. Für Fürth wird es nach unten gehen. Und Glückwunsch an Düsseldorf zur Meisterschaftsfeier, aber auch Glückwunsch an Nürnberg für diese Spielzeit. Wir gehen nochmal nach Kiel, da läuft es noch. Eintracht will die Relegation verhindern, da gibt es nochmal den Abschluss. Aber Tschichos ist dazwischen, sodass Kronholm den Ball aufnehmen kann. Die 4 Minuten Nachspielzeit sind abgelaufen. Es ist vorbei. Kiel und Braunschweig trennen sich 2:2. Für Holstein Kiel geht es dann in die Relegation. Ebenso wie für Braunschweig. Aber auf der einen Seite ist es positiv, auf der anderen Seite extrem negativ. Ab nach Heidenheim, wo die Heidenheimer Fans feiern können. Wir schauen auf die Tabelle. So schaut es jetzt am Ende aus. Fürth hätte einen Treffer gebraucht, dann wären sie direkt gerettet gewesen. Aber so steigen sie ab, ohne die Chance über die 2 Relegationsspiele. Das war die Konferenz der 2. Bundesliga, die letzte der Saison. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie sportlich und bis dahin. Jo, das war die Konferenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Hier seht ihr alle Ergebnisse der Prognose nochmal im Überblick. Schaut auch gerne die Prognose der 1. Bundesliga an, oben in der Infokarte verlinkt oder sonst auch auf meinem Kanal zu finden. Tippt gerne in den Kommentaren mit, wer glaubt ihr steigt ab. Am Ende würde mich auch interessieren, wie ihr das einschätzt. Wir schauen jetzt nochmal gemeinsam auf die Tabelle, was diese Ergebnisse denn am Ende bedeuten würden. Mit dem 1:0 würde Düsseldorf ja Meister werden, 63 Punkte an Nürnberg sich nochmal vorbeischieben, aber auch der Club kann mit dieser Situation sehr gut umgehen. Der Aufstieg ist klar. In der 1. Bundesliga werden wir mit beiden Teams sehr viel Spaß sicherlich haben. Holstein Kiel muss in die Relegation, Bielefeld kann den 4. Platz dingfest machen. Dann schauen wir nach unten, Heidenheim gerettet, sogar an Sandhausen noch vorbei, Darmstadt gerettet, Dynamo Dresden gerettet, Aue in letzter Minute vom Relegationsplatz runter. Braunschweig muss eben gegen Karlsruhe und Fürth steigt mit Kaiserslautern direkt ab.